Was geht ab, Freunde? Weiter geht es direkt mit einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind hier... Ach, hier wäre es direkt vorbei gewesen. Okay. Ich dachte, es würde noch weitergehen. Ja gut, das hätte man natürlich dann beim nächsten Mal... beim letzten Mal noch zu Ende machen können. Wusste ich nicht. Ist ja nicht schlimm. Wir machen hier weiter und ja, Freunde, auf jeden Fall an der Stelle nochmal Dankeschön für euren Support bis hierhin. Ich glaube, das müsste jetzt Folge 40 sein oder 41? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall haben wir einige Folgen schon gemacht und haben noch einige Folgen vor uns. Was ganz cool ist. Mal schauen, wann Sebastian sich meldet. Ich würde sagen, wir könnten doch eigentlich, wenn wir jetzt sowieso hier schon sind, mit Sirona sprechen, oder? Sollen wir das mal machen eben? Komm, machen wir das mal eben. Ja. So. Und auf jeden Fall gerne weiter liken, kommentieren, unterstützen hier das Ganze. Sollte Ehrensache sein eigentlich. Hallo, Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Das habe ich, danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's. Was immer Sie auch vorhaben. Ich... natürlich. Sie haben erwähnt, dass Sie Hilfe bei etwas brauchen. Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield zu helfen. Hm. Ich glaube, ich kenne Mrs. Sprottle noch nicht. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Warum hat Mrs. Sprottle einen Vorrat an Mega-Power-Tränken? Dot ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Mega-Power-Trank. Eine gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Warum haben Mr. und Mrs. Sprottle ihre Briefe noch nach so langer Zeit? Dot fand sie beim Ausräumen eines Schranks, einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie dort von mir. Okay, ja, ja, machen wir. Klingt zwar jetzt nicht spannend, ehrlich gesagt. Aber machen wir. Gut, Freunde, nochmal zwei Quizfragen für euch. Es geht um McGonagall. Und zwar... Warte, welche nehmen wir denn? Auf geht's nach Hogsmeade. Ich gehe jetzt hier, wundert euch nicht, ich gehe jetzt hier nur raus, weil es hier schneller geht in die Flugzone wieder. Genau, was bewirkt der Zauberspruch von... Achso, nee, das nehmen wir nicht. Ja, genau. Wo bekämpft Professor McGonagall Snape, als Harry nach Hogwarts zurückgekehrt ist? Vorne. Das ist die erste Frage. Und direkt die passende Frage dazu. Wer schleudert den ersten Zauber im Duell zwischen den Professoren Snape und McGonagall? Wer greift als erstes an und wo kämpfen die? Und wenn ihr euch jetzt erinnert an diese Szene, Freunde, müsst ihr nochmal beim nächsten Mal darauf achten, was Snape für ein Ehrenmann ist. Weil dort in diesem Duell sieht man schon, bei der Attacke, dass er sich extra vor den Bösewicht stellt und dann den Angriff von McGonagall abwehrt. Ja, achtet mal darauf. Das ist halt nur die Frage, wer greift als erstes an, ne? Obwohl es eigentlich auch, das ist auch so eine Frage, weißt du, die sollte man eigentlich wissen, aber achtet mal nächstes Mal drauf. Kleiner Funfact am Rande für euch, Freunde, für euch. Das ist schon ganz cool zu sehen, da siehst du halt einfach, dass Snape ein Ehrenmann ist. Die sahen auch schon mal besser aus. Meinst du die Gesichter von der Alten da unten? Ja, Upper Hogsfield.
Wo ist jetzt Miss... Adolf Beaumont ist noch nicht zurück. Wurde wohl von schwarzen Magiern erwischt. Hallo, Mrs. Brottle. Sirona Ryan hat mich gebeten, Sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Brottle. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke, wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Sirona sagte, dass sie in den Sommerferien immer bei ihnen gewohnt hat, als sie noch in Hogwarts war. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Oh, wie viel Spaß wir hatten, wenn sie und ihre Freunde uns besucht haben, wie sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Erinnern Sie sich zufällig, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei, aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Oh mein Gott. Danke, Mrs. Brottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Ich habe es schon getan. Ich habe dir das doch schon gegeben, Alter. Schrulle, du. Also manche Betonungen, also ich weiß nicht. Oh, vielen Dank! Ach, hör doch auf, ja. Hör doch einfach auf. Das muss die Höhle sein, die Mrs. Brockle erwähnt hat. Excalibur! Du hast genug von uns. Du bist der Hippo. Gefilde! Du bist eine schlüpfige kleine Schlüpfe. Wenn das bringt! Hältst dich wohl für schlau dauern, Excalibur! Sicher, da ist irgendwas. Ah, warte mal, das waren doch die, die mir Probleme bereitet hatten. Vor etlicher Zeit. Oh, Junge, wird weggeschlagen. Imperio! Warum kann ich den jetzt wieder nicht angreifen? Das verstehe ich schon wieder nicht. Hogwarts. Aha. Warte mal. Ich will ja natürlich auch jetzt hier den Loot mitnehmen. Lass mich mal durch hier. Binden. Mhm. Letztes Mal konnte ich die Säcke kaum ertragen. Ich hoffe, der meldet sich mal langsam wegen dem Besen. Oder müssen wir das andere Rennen noch machen? Aber das haben wir noch gar nicht offen, oder? Haben wir das andere haben wir das noch offen? Nee, haben wir nicht. Aber
Ja, also nicht aktiv, aber wo ist denn das? Also wir können es auf jeden Fall machen. Das ist ja klar. Wir haben, das hat sie ja beim letzten Mal noch gesagt, aber ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich weiß gar nicht, wo das Rennen ist, da würde ich das ja machen. Weil ich hätte schon ganz gerne den... Ich habe die Horklumpe gegeben. Aber ich muss noch Sironas Brief. Ich sollte mich mal umsehen und die Schachtel mit den Briefen suchen. Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Brottle wird sich freuen. Confringo! Hab ich ja nicht schon genug gegeben, oder was? Na gut. Ja. Ich hätte schon ganz gerne die Upgrades für den Besen, ehrlich gesagt. Deswegen. Ich warte eigentlich nur die ganze Zeit, dass er sich mal meldet, aber. Weil er meinte ja doch nach dem zweiten Rennen, er meldet sich. Es wird ja auch Sinn ergeben, nach jedem Rennen meldet er sich für ein Upgrade. Komisch. Die Schnicks wissen, aber vielleicht wisst ihr das ja, was man da machen muss. Oder einfach nur weiter warten. Nicht da runterfallen. Danke. Confringo! Revelio. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Konfring, Expelliarmus. Geil, und jetzt lässt er sich schön abballern. Okay. Ist doch ganz chillig. Es ist ganz chillig. Er kann nichts machen. Wo bin ich? Hä? Was ist los? Hä? Ich schieße doch ganz normal plötzlich. Ich schieße doch ganz normal ohne Fähigkeit. Warum hat es jetzt plötzlich aufgehört, dass ich ihn angreifen konnte, obwohl er unter meinem Flug war? Kann man das jemand erklären? Also manchmal ist es ganz komisch, also wirklich ganz komisch. Versteh's nicht. Macht auch keinen Sinn, ehrlich gesagt. Das kannst du auch gar nicht verstehen, weil es keinen Sinn macht. Naja. Was soll man machen? Muss halt so machen, oder? Was hält der aus? Vor allem, warum ist denn der Level 29? Das verstehe ich auch schon wieder nicht. Ich will mal ganz kurz sehen. Ganz kurz. Da steht gar keine. Steht gar kein Level dabei, okay. Aber die Mission haben wir so lange schon offen. Warum ist der Level 29? Auf Krampf. Mann, warte mal. Du kleiner Dulli, du! Kleiner dummer Dulli, du! Ein stinkender Koloss weniger. Na, da wieder ein paar Popel fallen lassen? Ja. Ein Koloss? War das jetzt so ein... spezieller Gegner? Nee, oder? Nee. Ey, was machen die Eichhörnchen denn hier? Ey, die sind so cool. Ey, Eichhörnchen sind so geil. Vor allem, die haben es echt gut von. Aha. Aha, egal. Eichhörnchen können nämlich einfach in der Öffentlichkeit, tagsüber, nachtsüber, egal, einfach so ganz offen mit ihren Nüssen rumschwillen, ohne dass sie irgendwie angemeckert werden, weißt du? Wir Typen dürfen das nicht, wir werden direkt angemeckert. Ja, also so viel zum Thema Freiheit, ja. Weitere Worte will ich dazu nicht verlieren, weil das ist ein Thema, da müsste eigentlich mal drüber diskutiert werden. Das ist eigentlich sehr frech, ja.
Was ist denn, wenn ich jetzt einfach sage, ich möchte ein Eichhörnchen sein? Was ist denn dann? Dann darf ich es, oder was? Ganz frech eigentlich. Aber wo sind denn die Briefe? Muss ich die als einzeln sammeln? Aha, hier. Oh mein Gott, die werde ich nicht lesen. Ich sag euch, wie es ist, die werde ich nicht lesen. Es interessiert mich auch ehrlich gesagt ganz, ganz... eigentlich gar nicht. Ravenclaw wäre nicht dasselbe ohne dich. In Dankbarkeit, Sean. Okay, Sean. Fleischpastete, hab ich auch noch nie gegessen. Glaube ich, zumindest. Das müssen Sironas Briefe sein. Ich sollte diese Schachtel zu Sirona bringen. Aus, ich glaube, das ist alles. Könnt ihr gerne mal pausieren, einfach, wenn euch das interessiert, die Briefe. Und mir gerne mal sagen, was ihr von der Quest haltet. Was ist denn das jetzt hier? Komm ich denn da ran jetzt? Muss ich für das Rennen an diese komische Tafel gehen, wo sie meinte, oder wie? Eigentlich fällt mir gerade mal ein. Das beschäftigt mich gerade. Warum das Rennen nicht angezeigt wird? Ich hätte schon Bock drauf, das ehrlich. Also, ich hätte schon Bock drauf, das zu machen. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Junge, gefühlt habe ich den das 30. Mal jetzt gehört. Entschuldige, tust du mir einen. Nein. Einfach nein. Tut euch doch mal selber den Gefallen und macht die Sachen selbst an. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Sie können gerne wiederkommen. Ja, ich kann es auch lassen. Danke, ciao, willkommen. Tschüss, ja, ja. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich. Eigentlich müssen wir diese Statuen noch sammeln, ja. Aber ich weiß halt nicht, wo die sind, wa? Ja, keine Ahnung. Dem alten ich zeigen. Was ist hier denn los? Postkasten, Briefkasten oder was? Okay. Hallo, Sirona. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte ihrer Freundin Mrs. Brottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen und ich fand ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann Ihnen vertrauen. Ich habe mich über einige der Briefe gewundert. Verständlich. Offenbar stammen die meisten Briefe von anderen Schülern. In einem der Briefe wird ein Quidditch-Training erwähnt. Haben Sie gespielt? Das habe ich. Ich war jahrelang Sucherin für Ravenclaw. Bei Merlins Bart. Ich liebe Quidditch. Nichts ist besser, als den goldenen Schnatz zu fangen, wenn man mit 140 Punkten zurückliegt. Ich werde Professor Black die Absage dieses Jahr nie verzeihen. Ich vermisse es, Ravenclaw anzufeuern. Ich sah einen Brief von einer Mirabelle. Ist das Professor Garlic? Ganz recht. Eine meiner besten Freundinnen. Es wird ihr sicher nichts ausmachen, dass Sie den Brief gesehen haben. Wir sind uns sehr ähnlich. Besonders, wenn es um junge Menschen geht. Wir finden, Erfahrung ist eine unschätzbare Lehrerin. Wie Mirabelle stets sagt, es ist eine Freude, jemanden erblühen zu sehen. Gerade wenn die Person selbst nicht daran geglaubt hat. Ich sah einen Brief von Ihnen an Mrs. Brottle. Sie scheinen viel Spaß miteinander zu haben. Oh ja, sie brachte mir so viel bei in den Sommern bei ihr und Aiden.
Ich weiß besser als jeder andere, dass Jugendliche nicht immer leicht zu verstehen sind. Und bei weitem nicht alle waren so nett zu mir wie die Sprottles. Aber ihre Herzlichkeit und die vieler meiner Freunde hat mich einige Hürden überwinden lassen, sagen wir es so. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Sprottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen. Ein Fassregal. Ja, aber ich sag mal so, der Weg ist jetzt auch nicht ultra weit, dass man da nicht trotzdem mal gerne kurz mal hingehen könnte. Oder? Theoretisch. Schön, Sie wiederzusehen. So. Wir müssen... Ja, doch, wir müssen einmal danke da rein. Fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis einmal bald. Kurz in den Raum der Wünsche. So. Welche? Was ist denn das hier? Sprich mit Amit. Ah. Schaffe alle drei Pflanzen. Ah, das können wir auch easy machen. Vielleicht habe ich die ja sogar. Habe ich die schon? Habe ich schon in der Tasche? Können wir gleich mal gucken. So, Hogwarts. Raum der Wünsche. Kurz mal die Sachen identifizieren. So, kurz mal hier alles abklappern. Ja, machen wir Donnergebräu. Zack, hier, bam. Die Production läuft, Junge. Heisenberg-Style. Ah, ich wollte gerade sagen, wo sind meine Testrale? Ich glaube... Boah, ich überlege. Nee, meine Niffler packe ich drüben aus, bei dem anderen. Obwohl, der ist, glaube ich, voll, oder? Ich glaube, der war voll. Ja, wie das aussieht, das Bild, wenn du da zurückkehrst. Das sieht so komisch aus. Hey, Dick, du redest ja gar nicht die ganze Zeit. Obwohl ich die Sachen habe. Ja, das mit der Mauer nervt mich immer noch, ne? So, okay, aufgepasst jetzt hier. So, erstmal die... Achso, ist voll, ne? Ja, ist wirklich voll. Ist wirklich voll. Ins Inventar. Das glaubt Professor Haue nie. Dann machen wir den Wurzeln. Ja. Zuchtgehege. Spielzeugkiste. Dass du es jetzt zum Beispiel nicht sehen kannst, wo ist Hagen, weißt du? Weil ich würde das schon ganz gerne so ausrichten, dass du möglichst viel Platz nutzt, weißt du? Wenn ich da zumindest Bock habe. Oh. Die lieben mich einfach so sehr, die wollen einfach die ganze Zeit in der Nähe sein von mir. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Thank you.
Also es gibt es wirklich keine Pflegestation, die das übernimmt, also das Pflegen? Also gefüttert werden die, aber es gibt keine Pflegestation anscheinend. Oder gibt's es, Freunde? Weiß jetzt jemand von euch? Softgehege? Ne, gibt's nicht. Das hier nicht. Gegenstände für draußen. Das ist einfach nur Deko, alles andere, ne? Anscheinend nicht, ne? Anscheinend nicht. So, dann. Ah ne, das hatte ich ja schon ausgewählt. Du Süß, guck mal, wie die sich direkt bereitstellen, damit die auch ein bisschen gepflegt werden. Ich meine, wenn man so seine Ausrüstung geil aufpimpen will, dann sollte man das ja auch machen, oder? Regelmäßig. Aber das kostet halt auch übelst mies Zeit so. Ein Knuddelmove. Kann man das Gehege hier eigentlich vergrößern eigentlich? Weil hier würden doch die Dings besser reinpassen, ne? Warte mal. Ich pass auf dich auf. Ich will jetzt meine geilen süßen Nifflers haben hier. Nein, schieß doch nicht. Ach. Oh mein Gott, will die sich in Sicherheit bringen? Ey. Süß. Die sind wirklich süß, oder? Die kleinen Niffler. Ey, oh mein Gott, jetzt stehe ich hier wirklich und kümmere mich um die süßen Tierchen. Ey. Wie gesagt, du kennst sie. Da kannst du ewig keinen. Nee, ich muss jetzt hier raus. Ich muss hier raus. Ich kann nicht da auch noch ewig Zeit reinballern. Das geht nicht. Wir müssen irgendwas anderes machen. Wir müssen irgendwas anderes machen. So. Die Testrale sind sicher und die Gehegezauberanweisung ist gekauft. Ausgezeichnet. Um ihre Testrale zu züchten, setzten sie einfach ins selbe Tiergehege, in dem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen Sie dann das Zuchtgehege. Sprechen Sie mit Deke, wenn Sie fertig sind. Mache ich. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. Da kriegen wir jetzt noch einen Romulus. Und da passen die noch besser rein, die Testrale, oder was? In den Sumpf, ja klar. Das sieht cool aus. Deke staunt immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Bitte berichten Sie Deke von Ihrer Zucht. Okay, dann muss ich die erstmal von da drüben wieder abholen. So, warte mal, ich muss ja da gar nicht hinlatschen. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Dass sie zumindest was zum Fressen haben. ey, wie gesagt, ich merke schon, man kann ja so viel Zeit. Ich bin mal gespannt, vielleicht gucke ich mir sogar mal das eine oder andere Video an, was so manche Leute daraus machen.
Das ist bestimmt ganz geil anzusehen. So, okay, komm, wir bringen das. Das machen wir nochmal kurz hier, die Mission. Oh. Okay, auf jeden Fall so. Die Kröten würde ich auch sagen, machen wir hier rein. Warte, 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 warte. Nee, den nicht, den nicht. Den nicht. Das ist ja mein Reittier. Ruhig. Ich tu dir nichts. Schön, ey. Es ist auch schön. Ich meine, hier würde ich das verstehen, war, aber bei Animal Crossing teilweise die Leute, da, die da 300, 400 Stunden reingeballert haben, ist das schön für die, war, aber ich kann das nicht. Obwohl ich nee, nee, kann ich nicht. Nee, nee. Dann lieber ein paar andere Games zocken. Aber ey, ist ja cool, aber das war ja ein Riesenerfolg, gerade zum Anfang der Schmo-Schmona-Zeit. Das kam ja genau zur richtigen Zeit, das Game für Nintendo. Und viele Leute, die da Bock drauf hatten, das zu zocken. So. So werden Tiere gemacht. Mhm. Kleine Babytiere. Kommen die als Babys denn raus? Ja, wir haben ja schon Baby-Testrale gesehen. Stimmt, ja. Warte mal, wenn man die Niffler züchtet, kommen da Baby-Niffler raus? Alter, ohne Witz. Jetzt mal ernsthaft. Dann müsste ich das einmal machen, um das zu sehen, weil die so süß sind. Schön. Gut. Warte mal, was steht da? 30 Minuten dauert das, okay. Stabile Zeit, Junge. Stabile Zeit. 30 Minuten, Junge. Hab ich gegeben. Ja, komm. Okay, jedes jetzt, dass wir die Quest jetzt abgeben können, mein Dicky? Okay. Nee, können wir nicht. Okay, man muss anscheinend warten, wahrscheinlich bis das Kind geboren wurde. Dann muss man es in die Höhe halten, über eine Felsenkante halten. Und der ganzen Welt präsentieren. So, also auch Alraunen haben wir. Das haben wir. Aber die Venemo Tentacula haben wir nicht. Das ist natürlich scheiße jetzt. Warte mal. Folterkunde. Nehmen wir jetzt große Töpfe. Vielleicht müssen wir die da wahrscheinlich. In den großen Töpfen müssen wir wahrscheinlich anbauen, ne? Schätze ich jetzt einfach mal. So. Oder? Wahrscheinlich schon. Ja. Warum stehe ich jetzt? Ich muss Gras machen. Oma. Warum geht der denn? Egal. Einmal Dünger rauf. Okay, gut. Denn ist jetzt ja alles vorbereitet für zwei weitere Missionen. Das ist doch ganz gut, oder? Ja, so kann man arbeiten. Schätze mal, hier in die Ecke kommt wahrscheinlich noch so ein Gehege oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Oder was? Wahrscheinlich, oder? Kann sein, vielleicht auch nicht. Ja, Freunde, ey, wie gesagt, man merkt gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht hier. Es macht schon Spaß, ja klar, es macht schon Spaß, aber. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Sind es so Sachen, wo ihr richtig versinken könnt oder so? Ich kann schon verstehen, dass man da Spaß rausholen kann. Ich meine, gerade wenn es so um so süße Tiere geht. Dann schon, ne? Ja. Egal. Es ging um den Kampf zwischen McGonagall und Snape, die beiden Fragen. Natürlich ist es in der großen Halle passiert. Und natürlich hat McGonagall den ersten Schuss gemacht und auch nur den einzigen. Und wie gesagt, dann ist halt Snape hat sich extra vor den Bösewicht gestellt. Vor den Todesser war es wahrscheinlich. Einfach so ein Todesser oder irgendjemand anders. Ich denke mal schon. Und hat den so abgelenkt, dass der besiegt wurde. Ehrenmann. Ehrenmann. Unfassbar. Also das mit der Storyline um Snape. Unfassbar geil gemacht. Das ist wirklich mega, mega stark. Mega stark. Und auch das Gespräch mit Dumbledore, wo er ihm denn seinen Patronus zeigt. Das sind so die Momente, boah, jedes Mal Gänsehaut, jedes Mal Gänsehaut. Naja, gut. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ich danke fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, haut rein. Tschüss.